Wenn ich eins mitgenommen habe aus der ganzen Zeit, ist, dass unsere Zeit hier enorm begrenzt ist. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich so intensiv lebe, so wenig Schlaf, so viel wie möglich versuche mitzunehmen und jede Sekunde irgendwie reinpack. Dass ich einfach versuche, die Zeit, die ich habe, mit meinen Kindern oder am Berg oder im Beruf oder wie auch immer, möglichst intensiv mitzunehmen. Die Bewegung ist meine Form der Meditation. Der Sport, den ich betreibe, der heißt Speed-Bergsteigen. Und da geht es eigentlich nur darum, dass man möglichst schnell auf Berge hochkommt und möglichst schnell mit Skiern wieder runter. Als Speed-Bergsteiger versuchen wir ironischerweise eigentlich unser Risiko, wenn wir jetzt von diesen höchsten Bergen der Welt sprechen, unser Risiko durch Geschwindigkeit zu minimieren. Also da geht es auch nicht um Rekorde. Und es geht darum, dass wir eben möglichst kurze Zeit in dieser Todeszone verbringen. Der Speedstil ist eben Verzicht auf alles, Verzicht auf Lagerketten, auf künstlichen Sauerstoff, auf Zelte, auf Hochlager. Man geht mit dem, was man hat, also sprich vielleicht 2 Liter zu trinken, minimale Ausrüstung, minimalem Gepäck, wirklich vom Basecamp, zum Beispiel von 5000 Meter Höhe, nonstop versucht man den Gipfel auf 8000, was auch immer, zu erreichen und dann eben mit Skiern wieder runterzufahren. Wie geht meine Familie damit um? Ich glaube, wenn man über Gefahr spricht oder über Risiko, dann muss man gleichzeitig über Verantwortung sprechen. Verantwortung heißt wiederum Vertrauen. Ich glaube, dass tatsächlich meine Familie oder zumindest meine Frau, die das also mitträgt, da doch ein großes Vertrauen hat, dass sie sagt, nein, ich glaube, der weiß, was er macht. Beruflich wie auch jetzt bei meinem Sport lebe ich von Zielen. Also man muss sich hohe Ziele setzen, weil nur so kann man hohe Ziele erreichen. Es geht nicht anders. Es wird dann genährt durch Monate, jahrelanges Training. Und du denkst immer wieder dran und du gehst mit dem Gedanken ins Bett und stehst mit dem Gedanken auf. Und es ist irgendwie ständig drin. Instinkte sind unglaublich wichtig. Also deswegen sind sie auch überlebenswichtig, gerade im Bergsteigen. Aber Instinkte sind nichts anderes wie unmittelbare Wahrnehmung, Wissen, wirklich angeeignetes Wissen und Erfahrung. Und diese drei Elemente ergeben irgendwie ein Bild, was mich auf einmal zu einer Entscheidung bringt. Der Gipfelerfolg für ein großes Projekt im Speedbergsteigen beruht auf 80% der Planung. Also 80% der Planung entscheiden über den Erfolg. Und die restlichen 20% ist Flexibilität, weil der Berg ist nie gleich wie der Tag vorher. Das heißt, entweder kam Wind rein oder es hat doch geschneit oder die Spalten sind gewandert. Und da muss ich immer wieder flexibel sein, welche Route, vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen, um wieder den Überblick zu gewinnen. Vorbereitung 100% rational und pragmatisch. Und am Berg selbst kannst du nicht nur so sein, weil du bist mit spontanen Situationen konfrontiert, wo du eben auch spontaner entscheiden musst oder schnelle Entscheidungen treffen musst. Man muss einfach ständig aufmerksam sein. Also das Umdrehen ist das Allerschwierigste. Man programmiert sich förmlich auf den Gipfel. Man muss das machen, weil wenn man das nicht macht, dann kommt man auch nicht hoch. Wenn man nicht diesen unendlichen Willen entwickelt und der einen dann hochpeitscht, wenn man eben nicht mehr kann, dann funktioniert es nicht. Deswegen ist das Umdrehen so schwer. Die meisten Menschen, ganz faktisch gesehen, sterben, weil sie nicht umdrehen. Ja, also weil vielleicht Warnsignale ignoriert wurden. Die meisten Menschen sterben übrigens auch statistisch an diesen hohen Bergen. Im Abstieg hat ja auch irgendwas zu bedeuten, dass sie ihre ganze Energie verbraucht haben, um auf Gipfel zu kommen. Aber die einzige Möglichkeit, wie man da rauskommt, ist, sich pragmatische Gates zu setzen. Zum Beispiel nach 16 Stunden, wenn wir den Gipfel nicht erreicht haben, drehen wir um, egal wo wir sind, selbst wenn wir 10 Meter vom Gipfel sind. Wenn jemand da Interesse hat, dann würde ich ihm vor allem als Rat geben, dass er leicht werden muss, also nicht nur körperlich leicht, aber dass er auch im Material leicht werden muss. Also schnell sein heißt vor allem leicht sein. Dieses Thema Leichtigkeit heißt ja nicht nur abspecken und leicht sein, sondern auch leicht verständlich sein, Dinge nicht zu verkomplizieren und auch sie nicht überall reinzwängen lassen. Ich bin kein besonders religiöser Mensch oder spiritueller, aber auf der anderen Seite habe ich doch ein Ritual, was ich immer am Gipfel habe, wo ich immer kurz innehalte und diesen Moment auch mitnehme, weil es immer ein energetischer Moment ist und auch immer eine
Form der Dankbarkeit für mich und auch in Form der Demut, auch umso höher der Gipfel natürlich. Und da denke ich immer doch sehr intensiv an meine Familie und schicke da einfach positive Energie und dass es allen noch gut geht und noch vor allem lange gut geht.